Herzlich willkommen zu einer neuen Pick-a-Card-Tarot-Legung zum Thema, welche Türen öffnen sich jetzt für dich zu dieser Mondfinsternis, der Vollmond im Skorpion. Dieser Vollmond, diese Finsternis ist begleitet von ganz vielen sehr aufregenden Energien, Zeitenergien. Und die Finsternisse arbeiten so in einem 19-Jahre-Zyklus. Also du kannst mal zurückschauen, was war denn so in deinem Leben los im Mai 2003? Und wenn du da schon geboren warst, was war so in deinem Leben los im Mai 1984? Und wir schauen uns jetzt an, was ist denn jetzt in deinem Leben los im Mai 2022? Und du kannst dir jetzt hier eine Karte aussuchen. Welche Tür spricht dich am meisten an? Welche Tür ist es, wo du das Gefühl hast, die öffnet sich jetzt in deinem Leben oder durch die würdest du gerne durchschreiten oder vielleicht sogar auch würdest du gerne zuschließen? Weil auch das ist ja durchaus möglich, weil dieser Vollmond im Skorpion ist ja voller Transformation und da wollen wir uns jetzt anschauen, was für dich jetzt in deinem Leben los ist, beziehungsweise was auf dich zukommt. Und zu jeder Kartenlegung wird es auch eine Vertiefung geben. Wir haben jetzt in diesem Video, siehst du, die vorselektierten Karten zu den unterschiedlichen Türen. Also du wählst dir deine Tür aus und dann schauen wir uns sowohl Orakel als auch Tarotkarten an, um ein Gesamtbild zu bekommen, was eben in deinem Leben jetzt los ist, welche Tür sich öffnet. Und dann wird es eine Vertiefung geben. Das Video wird dann verlinkt sein, wo wir uns anschauen, wie du diese Energie jetzt für dich auch am besten nutzen kannst und was deine nächsten Steps sein können. Natürlich kannst du auch, und das würde mich sehr freuen, eine persönliche Legung buchen. Da schauen wir uns dann sehr, sehr, sehr persönlich an, weil dies ist, auch wenn du das persönlich aussuchst, deine Tür, ist es immer noch eine generelle Legung. Das heißt, nicht alles, nicht jede Botschaft, nicht jeder Satz, den ich gleich sagen werde, wird persönlich auf dich zutreffen. Aber wenn du das genau möchtest, etwas, was sehr, sehr, sehr persönlich ist, wenn du genau wissen willst, was ist jetzt hundertprozentig deins und welche Schritte kannst du gehen, dann buche eine persönliche Legung. Im Mai gibt es noch das Tarot Special, 30 Minuten für 59 € und der Link ist hier unten drin. Wenn dir meine Legungen gefallen, bitte abonniere den Kanal, dann sehen wir uns öfter und du verpasst auch kein Upload mehr, wenn du die kleine Glocke anklickst. So, und jetzt hoffe ich, hast du dir dein Video aus deine Karte ausgesucht und dann starten wir direkt in das entsprechende Video. Du kannst übrigens hier unten auch in der Description Box die Timestamps finden. Also du kannst direkt auf deine Legung klicken und wirst dann auf die Stelle in dem Video geleitet, wo es um deine persönliche Legung geht. Also, let's start. Herzlich willkommen, wenn du dir ausgesucht hast, diese Tür, dann Deck Nummer 1, diese Tür ist für dich jetzt das Symbol für das, was sich jetzt in deinem Leben öffnet. Welche Tür öffnet sich, beziehungsweise welche Tür kannst du auch schließen? Und diese Tür, ich halte sie mal ein bisschen näher in die Kamera, genau diese Tür sagt uns, dass Zeit auch stillstehen kann. Also vielleicht hast du in letzter Zeit das Gefühl gehabt, Zeit steht still und du möchtest sie jetzt wieder beschleunigen, du möchtest, dass wieder was passiert in deinem Leben, dass es wieder quasi losgeht. Oder vielleicht hast du genau das Gegenteil, das Gefühl, das kann beides sein. Wie gesagt, das ist eine generelle Legung, ich spreche mehrere Menschen an und wenn du es genau wissen möchtest, dann buch eine persönliche Legung. Aber es kann eben sein, diese eine Gruppe, die sagt, ich möchte, dass die Zeit wieder schneller läuft, ich möchte, dass jetzt wieder was passiert und die andere Gruppe hat genau das Gegenteil, das Gefühl jetzt gerade, boah, ich möchte gerne, dass die Zeit mal kurz stillsteht und ich etwas mehr Ruhe bekomme. Und jetzt schauen wir uns mal an, was dann noch für Botschaften kommen. Also, wir haben die Domination, wir haben die Independence, und wir haben die Endurance, also Herrschaft, Unabhängigkeit und Ausdauervermögen. So, ich halte die Karten erstmal nur in die Kamera und dann lege ich sie alle aus, um ein gesamtes Bild zu bekommen. Und wir haben hier den Skorpion. Ja, das ist der Vollmond im Skorpion, den wir gerade feiern und wo wir die Frage stellen. Wir haben die Schlange mit Kreation,
Wir haben den Glauben, das Vertrauen. Dann gibt es noch die Giraffe, sie, das große Bild, das große Ganze. Yuki Onna mit Stillness, also Ruhe und Stille, was dir natürlich hilft, das große Ganze auch zu sehen. Dann haben wir die Hohepriesterin. Den Pagen der Stäbe. Die Königin der Kelche. Das Rad des Lebens. Die Liebenden. Und den Narren. Okay. Okay, also ja, für dich öffnet sich diese Tür. Wir hatten das eben ja mit der Zeit. Die Botschaft ist, Ruhe und Zeit stillstehen lassen können dir große Kraft schenken. Also auch wenn du das gerade das Gefühl hast, eigentlich möchte ich gerne, dass die Zeit sich wieder bewegt, dass da wieder was passiert. Diese Zeit, wo du das Gefühl hast, es passiert gerade nichts, ist für dich auch relevant. Ja, wir sind schon im Frühling und wir haben den Winter schon lange, lange hinter uns. Wir haben hier die ersten richtig heißen Sommertage in Köln gehabt. Und trotzdem fühlt es sich gerade so ein bisschen an, wie du musst auch in der Lage sein. Und ja, ich wähle hier bewusst das Wort du musst, weil es an der Stelle einfach wirklich wichtig und relevant ist. In der Lage sein, das große Bild zu sehen, und dafür brauchst du auch diese Ruhe und diese Stille, und dafür brauchst du auch den Moment, wo alles stehen bleibt, wo alles in dir zur Ruhe kommt. Deswegen dieses Bild vom Winter, wo wir uns in uns zurückziehen und alles zum Stillstand kommt, alles zur Ruhe kommt. Und das darf jetzt auch sein, weil du hast diese große Transformation vor dir. Du hast die doppelte Transformation hier mit dem Skorpion und der Schlange. Und es ist wichtig an der Stelle, dass du dir die Zeit gibst. Es ist wichtig, dass du dir vor allem auch die Erlaubnis gibst, dass da was für dich passiert. Dass diese Transformation auch für dich zum Guten ist. Und Transformation passiert natürlich, Transformation, wahre Transformation passiert ja auch in Schnelle, aber es braucht eben auch die interne Zeit. Und da kommt dieser Aspekt von Ausdauer mit ins Spiel. Es ist wichtig, dass du in dieser Stille, in dieser Ruhe, in diesem, die Zeit bleibt gerade etwas stehen, die Ausdauer hast, dran zu bleiben, um diese Transformation für dich auch wirklich zuzulassen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass wir hier relativ viele Karten haben mit dem Skorpion, der ja auch sehr machtgetrieben sein kann. Hier mit der Independence, also mit der Unabhängigkeit und der Herrschaft, also des Dominierens. Auch da wiederum Aspekte von Power, Macht ja, auch tatsächlich Selbstdisziplin in der Kombination mit dem, was wir gerade hatten hier mit der Ausdauer. Und ich glaube, dass das jetzt gerade für dich eine große Rolle spielt. Kreiere dich quasi neu in diesem Vollmond im Skorpion. Erlaube deine Transformation, aber du kannst sie auch mitgestalten. Du bist dem nicht ausgeliefert, sondern du kannst in deiner Unabhängigkeit auch entscheiden, wie sich diese Macht auf dich ausübt, so wie sich diese Macht ausdrückt und wie du diese Macht in dir aufnimmst und wie du diese Macht auch zum Ausdruck bringen wirst. Und das ist auch wiederum hier der Aspekt von See the Big Picture, also erlaube dir ein Gesamtbild zu bekommen von wie soll das denn aussehen. Und dann haben wir die ganz wichtige Botschaft auch hier mit diesem Vollmond. Vertraue, dass das für dich gut wird. Weil Transformation kann natürlich auch Angst machen. Transformation kann
kann uns beunruhigen, weil wir nicht unbedingt wissen, wie kommen wir denn auf der anderen Seite raus. Aber an dieser Stelle ist die Botschaft, deine Transformation ist auch von dir mitgestaltet. Natürlich kommt das Göttliche mit dazu, wenn du jetzt nicht religiös bist und nicht an Gott glaubst. Wenn du Tarotkarten-Legungen schaust, dann glaube ich schon, dass da vielleicht eine Idee ist, dass da etwas Größeres gibt. Dann übersetzt einfach, wenn ich sage Gott, in die Sprache, die dir entspricht, ob das jetzt die Quelle, das Universum, die Göttin oder was auch immer ist. Ich spreche von dieser größeren Kraft, die außerhalb, aber auch in uns drin ist. Und den Glauben daran zu bewahren, dass diese Kraft mit dir wirkt, in dir wirkt, durch dich wirkt und um dich herum wirkt, damit diese Transformation stattfinden kann. Und ja, wir haben hier eben noch zwei Karten aus dem Tarot. Und ich, wer meine Tarotlegungen kennt, weiß, dass ich unglaublich gerne diese Farbspiele immer betrachte, weil ich da ja auch immer die Resonanzen sehe zwischen den Karten. Und ja, das sind Tarotkarten aus verschiedenen Tarotdecks. Das ist bewusst so gewählt. Und wir haben hier das Rad des Lebens und den Narren. Und das zeigt mir, dass diese Transformation, diese Zeit jetzt in diesem, ja, in dieser transformativen Zeit des Vollmondes auch für dich ein Loslassen sein kann. Transformation bedeutet ja auch immer eine Veränderung, dementsprechend auch ein Loslassen dessen, was war. Aber mit diesen zwei Karten ein großartiger Neustart, eine Möglichkeit, etwas Neues zu entwickeln und daraus mit Glück hervorzugehen. Ja? Also sowohl der Narr als auch hier dieses ganz besondere Rad des Lebens aus dem Aleister Crowley Tarot bezeugen hier das Glück, das du hast. Also the Wheel of Fortune, also Fortuna lächelt dich gerade auch an, weil alles Neue jetzt für dich möglich sein wird. Und ja, es gibt aber eine Wahl, die du treffen musst. Wenn du auf der Suche nach Liebe bist, also wenn du dir eine Partnerschaft wünschst, dann kann es durchaus sein, dass das eine Tür ist, die sich jetzt durch diesen Vollmond öffnet. Aber an dieser Stelle sehe ich die Karte der Liebenden noch mehr als die Wahl treffen. Sich entscheiden können, in welche Richtung möchtest du denn jetzt gehen? In welche Richtung geht der Narr weiter und in welche Richtung dreht sich das Rad des Schicksals, das Rad des Lebens? Und wir hatten das eben in dieser Transformation, dass du da mitgestalten kannst, ist es ganz wichtig, dass du diese Entscheidung triffst und dass du die Entscheidung auch bewusst triffst. Und da kann ich dir nur empfehlen, eine persönliche Legung zu buchen, um da wirklich zu schauen, welche Wahl steht denn jetzt gerade davor und welche nächsten Steps kannst du gehen. Und da gibt es natürlich auch noch das vertiefende Video, was du dir vorher auch noch anschauen kannst. Der Page der Stäbe. Der Page ist derjenige, der eine Botschaft bringt. Ja? Der Page ist noch ganz am Anfang seiner Hofkartenreise. Also er ist noch der Jüngste, der etwas Unerfahrenste, aber auch der Leidenschaftlichste an der Stelle, weil er noch so in diesem, ich möchte mal sagen, jugendlichen Leichtsinn drinsteckt. Und die Stäbe sind diese Leidenschaft, sind dieses das Neue, das da entsteht. Und der Page der Stäbe sagt dir genau das, was wir alle eben schon hatten. Er bestätigt das noch, dass das, was da jetzt kommt, diese Transformation, wenn du sie mitgestaltest, wenn du sie zulässt, für dich ein Neustart für etwas Großes, Leidenschaftliches, Erfreuliches sein kann. Mit der Königin der Kelche haben wir hier ein The Little Word of Warning, was es bei mir immer gibt. Meine Legungen sind ja immer vorausschauend, ja, aber auch psychologisch, weil ich als Körpertherapeutin mit dem anderen Blick die Dinge eben auch gerne nochmal anders betrachte und auch mal ein bisschen tiefer gehe. Und The Little Word of Warning, also der kleine Warnhinweis in diesem Ganzen, die Türen, die sich jetzt gerade für dich öffnen, sei dir deiner Emotionen bewusst. Wir hatten hier den Aspekt von der Skorpion, der ja auch Transformation bedeutet, aber auch vielleicht Machtspielchen, Machtausübungen. Und da an der Stelle sei dir deiner Emotionen bewusst, auch wenn das hochkommt, das ist legitim. Aber lass nicht zu, dass es für dich zu überwältigend wird und
lass nicht zu, dass dieses Empfinden von ich möchte Macht haben und möchte Macht bekommen zu einem Machtmissbrauch wird. Und dabei hilft dir die Königin der Kelche, die dir ermöglicht, dir wirklich deiner Emotionen bewusst zu sein. Weil auch das ist ja die Stärke des Skorpions. Der schaut so tief in die Seele wie kein anderer. Ja, es ist natürlich ein Wasserzeichen. Deswegen alle Wasserzeichen haben sehr tiefe Emotionen. Was nicht heißt, dass andere Zeichen keine Emotionen haben. Ganz im Gegenteil. Aber der Skorpion ist halt derjenige, der in der Lage ist, auch voller Vertrauen in die Tiefen der Seele zu gucken. Und niemand guckt so tief wie der Skorpion. Und der hat auch keine Angst vor dem, was er da findet. Und das ist genau der Punkt, auf den ich gerade hinaus will. Auch wenn du da findest, dass du gerne Macht hättest und diese Macht auch zum Ausdruck bringen möchtest, das per se ist noch nicht das, was es gilt zu vermeiden, sondern dafür darfst du dich nicht bashen. Ganz im Gegenteil, es ist großartig, wenn du das bewusst hast, wenn du das weißt, dass das in dir steckt, weil dann kannst du diese Macht, die du spürst und diese Macht, die sich jetzt auch noch mehr aufbaut in diesem Vollmond, in dieser Transformation, besser für dich und zum Wohle aller zum Ausdruck bringen. Und dabei hilft dir eben die Königin der Kelche. Wer dir aber auch hilft, ist die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin ist, also nochmal wissen wir, ich finde die ganz, ganz wunderschön, diese Karte. Die Hohepriesterin ist ein Symbol für deine eigene Intuition. Und oft verwechseln wir Intuition mit Bauchgefühl. Das ist so ja der landläufige Begriff auch für Intuition. Aber Intuition ist sehr, sehr viel mehr. Und das Bauchgefühl ist, du weißt, ich bin Körpertherapeutin und muss da jetzt so ein bisschen mal die Pferde zurückholen, weil das Bauchgefühl wird eben auch über den Körper gesteuert. Und der Körper erinnert sich an alles, was du jemals erlebt hast. Und dementsprechend ist diese Intuition, dein Bauchgefühl nicht unbedingt das, wo es dich hinleitet, sondern auch an der Stelle sehr, sehr oft eine Vermeidungsstrategie. Der Körper erinnert sich an ja, unschöne Erfahrungen vielleicht und noch nicht mal nur deine, sondern auch ältere. Weil wenn wir sagen, der Körper erinnert sich, dann gehen wir ja von der Zellerinnerung aus. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen hier, um auf die Hohepriesterin zurückzukommen. Aber der Punkt ist, die Eizelle, aus der du entstanden bist, war in deiner Mutter schon vorhanden, als sie selbst noch im Mutterleib deiner Oma war. Also das heißt, deine Zellen, deine Ursprungszelle, die Eizelle, aus der du entstanden bist, hat das ganze Leben deiner Mutter seit der sechsten Woche der Schwangerschaft deiner Oma mit deiner Mutter bis zu dem Zeitpunkt, wo deine Mutter dich geboren hat, miterlebt und dann natürlich dein ganzes Leben. Und dementsprechend kann da ja so einiges passiert sein. Wir müssen noch nicht mal irgendwie von großartigen Traumata sprechen, aber alles, was dir, also dieser Zelle in dem Moment, in dieser Evolution passiert ist, ist in deinem Körper gespeichert. Und dein Gehirn, dein Körper wollen dich vor negativen Erfahrungen bewahren. Und das kann dann dieser Ausdruck von Bauchgefühl sein. Ich hoffe, dass das jetzt in der Kurzfassung hier relativ verständlich war. Wenn ich kommentiere einfach und ich erkläre es gerne nochmal, dass dein Bauchgefühl nicht unbedingt deine Intuition ist. So, weil die Intuition ist das, was dich mit dem Höheren verbindet. Da sind wir wieder bei dem Göttlichen, bei der Quelle, bei dem Universum. Einfach nimm deine Sprache bitte an der Stelle. Und dein Bauchgefühl ist das, was dein Körper sagt, das wollen wir nicht mehr, da wollen wir nicht mehr hin oder das wollen wir erreichen, aber das wollen wir vermeiden. Und deine Intuition ist eher das, was dich wirklich leitet. Das ist auch Erfahrungswissen. Also jetzt im Sinne von der Hohepriesterin ist die Intuition das Erfahrungswissen, was nicht nur deins ist, sondern eben das Gesamte, was uns alle verbindet, das globale Wissen, also der Zugang zum Feld. Und das ist das, was die Hohepriesterin dir an dieser Stelle jetzt in dieser Zeit des Vollmondes im Skorpion ermöglicht. So, wow, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich für dich. Ich fand die Legung ganz großartig. Jetzt husch, husch zu der Vertiefung hier zu dieser Legung, zu der,
zu dieser Tür, die sich jetzt für dich öffnet in dieser Zeit des Vollmondes im Skorpion. Das heißt, wir sehen uns gleich, nein, hier bei dem anderen Video. Und wenn du natürlich magst, auch gerne in einer persönlichen Legung. Wenn es dir gefallen hat, bitte Thumbs up für dieses Video und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. Bye! Herzlich willkommen zu Deck Nummer 2, wenn du dir ausgesucht hast, dass ich diese Tür jetzt für dich öffnen mag in der Zeit des Vollmondes im Skorpion. Das ist vielleicht die Tür, durch die du gehen möchtest. Das ist die Tür, die du vielleicht in Träumen gesehen hast. Vielleicht ist es aber auch die Tür, die du denkst, die sich schließen mag. Das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Auf jeden Fall ist die Botschaft dieser Tür, die hier auf der Rückseite zu sehen ist, eine von Liebe. Also es geht da um Sehnsucht und den Wunsch, mit dem Partner zusammen zu sein. Und da gucken wir uns gleich noch die anderen Karten an, was die damit zu tun haben. So. Wir haben die Karte der Diskriminierung an der Stelle in dem Sinne von auseinanderhalten. Wir haben die Karte der Inspiration und wir haben die Karte der Innovation. Okay, das sind spannende Botschaften. So, ich lege erst alle Karten aus, zeige sie dir auch, halte sie in die Kamera, um dann ein genaues Bild zu bekommen, worum es hier geht. Die Jungfrau, ich analysiere. Karten mal hier ein bisschen besser verteilen. Dann haben wir das Männliche, der Mondgott. Ja, das mag einige schockieren, aber in diesem Deck gibt es den Mondgott. Wir haben die Löwin mit Schutz. Wir haben den Elefanten aus der Vergangenheit lernen. Wir haben Persephone, die Unerfahrenheit. Scheint ja ein bisschen so im Widerspruch zu sein, aus der Vergangenheit lernen und unerfahren zu sein. Aber wir schauen uns jetzt gleich mal an, was das alles bedeutet. So, und dann haben wir noch ein paar Tarotkarten. Wir haben den Mond. Die 9 Kelche die 4 Scheiben, also ich hoffe, du das sehen kannst, das ist mal ein bisschen in der Hoffnung, dass es jetzt ein bisschen schärfer wird. Ah, jetzt die 4 Scheiben, du siehst den Drachen, der die 4 Scheiben festhält, die Prinzessin der Stäbe. Die 3 Scheiben, und den Ritter der Kelche. Okay. So, lass mich gerade hier nochmal die Karten etwas sortieren, dass sie besser ins Bild passen. Okay. Spannend. So, also dieses Mondfinsternis, der Vollmond im Skorpion, bedeutet für dich etwas Neues, aber nicht so neu wie bei Deck Nummer 1. Da hatten wir wirklich eine Transformation, eine sehr, sehr, sehr stark Neues. Hier geht es mehr um tatsächlich auseinanderhalten, was neu ist, was es für dich gilt zu bewahren. Das finde ich ganz großartig hier mit dem Mondgott, also das Männliche. Das Männliche assoziieren wir ja sehr häufig mit den Gedanken. Also das ist ja quasi die blaue Energie, die aus dem Kosmos kommt, die unsere Aura nährt, genauso wie die rote Energie aus der Erde. Also diese zwei Energien verbinden sich in unserem Energiefeld und geben uns die Kraft und die Lebensenergie. Und die männliche Energie mit dem Analysieren hier, mit der Jungfrau, die analysiert, sehe ich gerade jetzt für dich als
Ja, vielleicht tatsächlich etwas neu, weil wir haben hier die Karte der Innovation, wir haben die Karte der Inspiration, auch hier wieder den Vollmond oder den Fast-Vollmond. Und die Idee, aus der Vergangenheit zu lernen und gleichzeitig unerfahren zu sein, das finde ich eine sehr, sehr schöne Botschaft. Also ich weiß, ich bin noch gar nicht so richtig deutlich mit meinen Aussagen. Ich komme dahin, gib mir kurz die Zeit, das für dich zusammenzufassen. Also es wird für dich in dieser Zeit des Vollmondes in Skorpion weniger um Fühlen als um Denken gehen. Ja, das mag ein bisschen kontraintuitiv sein, genauso kontraintuitiv, wie wir sagen, wir haben einen Mondgott und nicht eine Mondgöttin. Aber genau darum geht es für dich. Dieses erlaube dir, dass neue Gedanken zu dir kommen. Erlaube dir, dass was aus den Tiefen deiner Seele, aus deinem Unterbewusstsein hochkommt, anders sein mag, als du bisher gedacht hast. Und das sehe ich in dieser Karte des Mondes auch, finde ich, sehr, sehr schön ausgedrückt, weil der Mond ist etwas Mechanisches. Das ist nicht der Mond, den wir sonst kennen. Dieses sehr intuitive, sehr weibliche, sehr fließende. Ja, wir haben das Fließende auch mit dem Wasser, aber wir haben auch das Feuer in den Säulen hier. Wir haben das sehr Mechanische, wir haben das sehr Konstruierte, was wir ja eher dem Männlichen zuordnen und vielleicht auch was die Jungfrau eben so gut kann. Die Jungfrau kann ja sehr, sehr gut in Systemen denken und weiß, welche Rädchen im großen Konstrukt der Welt zu drehen sind und wo die Sandkörnchen sind. Das kann ja die Jungfrau sehr, sehr gut. Und darum geht es jetzt an dieser Stelle für dich, dass du auch erkennst, weil was man der Jungfrau ja oft nachsagt, ist, dass sie so pedantisch und so Pinpoint auf das Negative ist. Ja, dreh das mal ein bisschen um, sei an der Stelle auch innovativ in diesem Gedankengang und sieh, dass die Jungfrau Folgendes gut kann. Die sieht bei diesen Zahnrädchen, die Welt am Drehen halten sozusagen, da sieht sie, wo das Sandkorn steckt. Und sie sieht, wo Verbesserungsmöglichkeiten sind, wo es darum geht, etwas zu verändern und auch eben in dir zu verändern. Also wir haben hier quasi die Mechanik deiner Seele, die Mechanik deiner Psyche. Und da darfst du mit der Kraft der Jungfrau in diesem Vollmond des Skorpions die Veränderung hervorrufen, zu sehen, wo gibt es etwas, was ich verändern darf. Und zwar indem, dass du aus der Vergangenheit lernst und dir gleichzeitig eingestehst, dass du nicht alles weißt, weil die Jungfrau mag das genau nämlich nicht. Zugeben, dass sie nicht alles weiß. Ich darf das sagen, ich bin Jungfrau. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich jetzt gerade erstmal hier nach Worten gesucht habe. Und ja, und auch weil Merkur natürlich rückläufig ist, das spielt an der Stelle auch eine Rolle. Aber zurück zu der Botschaft für dich mit Persephone an der Stelle, dass du dir erlaubst, zwar aus deinen Erfahrungen zu lernen, zu wissen, da gibt es Botschaften, da gibt es Messages, da gibt es Lektionen, aber auch jetzt gerade weiß ich vielleicht nicht weiter. Jetzt gerade bin ich unerfahren und jetzt gerade probiere ich mich noch aus. Und mit dieser Karte der Diskriminierung ist an der Stelle eigentlich eine falsche Übersetzung, sondern es geht um die Unterscheidung dessen, was habe ich aus der Vergangenheit gelernt und wo bin ich halt eben noch nicht erfahren? Wo weiß ich bestimmte Dinge noch nicht und wo kann ich mich noch neu gestalten und neu inspirieren? Wir haben den Ritter der Kelche. Ja, also wer in dieser Lege, die sich diese Legung ausgesucht hat und nach Liebe sucht, die Liebe wird kommen. Definitiv. Hier gibt es ein Liebesangebot. Und The Little Word of Warning ist an dieser Stelle zweigeteilt. The Little Word of Warning, wer meine Legungen kennt, weiß, dass ich da immer psychologisch die Legungen mache, vorausschauend die Legungen mache. Also mal gucke, was bringt die Zukunft, aber eben auch
die kleine Warnung, dass du da nicht in die falsche Richtung läufst und dass du dir das Leben nicht schwerer machst, als es sein muss. Und mit diesem kleinen Wort der Warnung möchte ich dich begleiten mit den 9 Kelchen und den 4 Scheiben. Halte nicht zu sehr fest an Vergangenem und sei nicht zu nett zu dir. Ich weiß, diese Karten kann man auch anders interpretieren, aber in dieser Legung laufen sie auf diese Botschaft hinaus. Die 9 Kelche können nämlich manchmal auch so eine Idee von Abhängigkeit, aber im Sinne von, lass es mir zu gut gehen, ich bin zu nett zu mir selbst. Und die Jungfrau tut das eher nicht, weil die Jungfrau sehr gut analysieren kann und sehr genau weiß und detailreich weiß, dieses Glas Wein wäre jetzt zu viel, ich bestelle das nicht mehr. Wobei es nicht nur um den Wein geht natürlich, sondern um alles, wo du das Gefühl hast, da wäre Selbstdisziplin jetzt mehr angesagt. Es sei denn, Selbstdisziplin ist das, was es gilt, loszulassen. Und das können wir natürlich sehr, sehr gerne in einer persönlichen Legung für dich herausfinden, was es genau ist, woran du eben nicht mehr so festhalten solltest. Aber das ist die kleine Botschaft, der kleine Warnhinweis in dieser Legung sozusagen. Was ich sehr schön finde, ist, dass du die Prinzessin der Stäbe hast hier an der Stelle. Das heißt, da kommt auch etwas Neues, Leidenschaftliches auf dich zu. Das kann mit dem Prinzen, mit dem Ritter der Kelche zusammenhängen. Das kann aber auch mit insgesamt dem zu tun haben, was da jetzt für dich als Neues entsteht. Und was ich hier sehe, ist, dass diese Prinzessin der Stäbe, also dieser Page der Stäbe, dir etwas Langfristiges verspricht. Er verspricht dir Zusammenarbeit mit Anteilen von dir, interessanterweise sehe ich gerade hier. Es mag sein, auch Zusammenarbeit mit anderen Menschen, wenn du dir das wünschst, Zusammenarbeit mit einem Partner, wenn du dir das wünschst, aber an der Stelle sehe ich, dass es für die meisten von euch und als überwiegende Botschaft ist, mit unterschiedlichen Anteilen von dir ist. Und diese Anteile zu kennen, diese Anteile wirklich, wirklich wahrzunehmen und gut zu kennen, ist relevant, ist sehr, sehr relevant für deine Selbstliebe, deine Selbstfürsorge. Und übrigens, kleines Announcement, dazu wird es ab dem 4. Juli ein neues Produkt von mir geben, ein Workbook, The Science of You, die Wissenschaft um dich selbst. Und da sind wir wieder beim Thema, die Wissenschaft, ne, dieses sehr, sehr, was vielleicht ein bisschen mechanisch wirkt, ein bisschen konterintuitiv, aber was dich sehr, sehr viel besser in die Tiefe deiner Seele bringen wird und dich diese unterschiedlichen Anteile deiner selbst kennenlernen lässt, damit du in diesem, ich weiß genau, wer ich bin, deinen Weg gehen kannst, deinen Weg der Transformation hier in dieser Zeit des Vollmondes im Skorpion. Wow, was für eine spannende Legung. Vertiefung gibt es gleich hier, da. Vertiefung gibt es zu diesem Video und natürlich darfst du auch sehr gerne eine persönliche Legung buchen. Den Link findest du hier unten in der Description Box. Dann schauen wir uns nämlich sehr genau an, worum es jetzt für dich in dieser ganzen Zeit geht. Im Mai gibt es noch das Angebot 30 Minuten für 59 Euro. So viele Fragen, wie du möchtest, die in die 30 Minuten reinpassen. Wir treffen uns per Zoom und du kriegst Fotos von allen Karten, die gelegt worden sind. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich auf jeden Fall auf der anderen Seite zur Vertiefung dieses Videos. Herzlich willkommen zu Deck Nummer 3, wenn du dir diese Tür ausgesucht hast, für die Zeit des Vollmondes im Skorpion, dass diese Tür sich jetzt, Entschuldigung, für dich öffnen darf oder vielleicht auch schließen darf. Also wenn du diesem Mönch folgen möchtest oder eben sagst, mache ich nicht mehr. So, und diese Karte hat einen Aspekt von der Weg, der dich leitet, steht hier hinten. Der Weg, der dich leitet, wird der richtige sein. Und jetzt schauen wir uns mal die anderen Karten an. Ich lege sie mal alle aus und halte sie dir auch in die Kamera, um zu schauen, was jetzt die Botschaft da für dich ist. Wir haben die Unsicherheit, die Unentschlossenheit, wir haben den Verlust und wir haben die Unruhe. Okay. Lass dich jetzt bitte nicht von diesen Karten erstmal beunruhigen. Wir schauen uns das im Gesamtbild
an, was es bedeutet. So, wir haben Pluto, die Transformation, na, die passend zum Vollmond im Skorpion. Pluto ist der Regent des Skorpions. Dann haben wir Purity, die Reinheit. Wir haben den Raben mit Neuigkeiten. Spannende Karten. Großartig, ich freue mich jetzt schon auf die Legung. Wir haben den Spider, sag schnell, die Spinne auf Deutsch. Die Spinne mit Macht deine Träume zur Realität. Wunderschöne Karte und sehr schön zusammenfassend. Wir haben Ishtar mit Kommunikation. Und dann gibt es noch die zwei Kelche. Das sind noch ein paar Tarotkarten, die ich noch hierzu lege. Wir haben die fünf Stäbe. Den Herrn, den Herrscher, den Emperor, den Kaiser, je nachdem, welche Beschreibung man dazu kennt und mag. Die Karte der Stärke. Den Ritter der Kelche. Und den Teufel. Ich halte mal ein bisschen länger in die Hand. Diese Karten sind so sehr, sehr voll, sehr, sehr bunt, sehr voll mit Informationen, mit Bildern. Okay, dann lass mich mal das Ganze kurz wirken. Okay, also definitiv wird dieser Vollmond im Skorpion die nächsten 2 Wochen und die nächsten 6 Monate für dich sehr veränderungsreich sein. Und vielleicht hast du es auch schon gespürt, dass sich da was tut. Vielleicht warst du auch selber schon etwas unruhig und etwas aufgeregt über das, was da kommt. Aber auch, und das ist eine Botschaft, die sich ein bisschen durchzieht bisher durch auch die anderen Deck Nummer 1 und Deck Nummer 2, dass, wenn du dich dazu hingezogen gefühlt hast, schaust dir gerne an, diese Unentschlossenheit in dieser Zeit kann in dir persönlich gewesen sein, kann aber auch so ein gesamtes Gefühl von, boah, was passiert denn da jetzt? Das eine Deck Nummer 1 hatte den Stillstand, ja, die Zeit, die stillsteht, das ist bei dir so ein bisschen anders. Du hast eher das Gefühl, es tut sich gerade nichts. Ja? Und du weißt selber nicht, in welche Richtung du jetzt gehen sollst. Und das Ganze mag sich vielleicht anfühlen wie ein Verlust. Aber wir wissen auch, und deswegen habe ich eben gesagt, lass dich davon bitte nicht beängstigen, nicht irritieren. Das muss jetzt kein finanzieller Verlust sein, der Verlust eines Menschen sein, das muss das nicht alles sein, sondern es geht hier an der Stelle eher darum, wenn etwas sich verändert, dann muss etwas Altes gehen. Dann müssen wir zulassen, dass wir etwas verlieren, dass wir etwas hinter uns lassen. Und das ist die Botschaft von hier Pluto, die Transformation per se. Pluto ist derjenige, der aus der Tiefe das rausholt und sagt, okay, pass auf, das und das und das brauchen wir nicht mehr. Das lassen wir jetzt hinter uns. Dann lassen wir zu, dass wir das verlieren. Und das ist die eine der wichtigen Botschaften jetzt hier für dich, dass du das zulässt, damit das Neue überhaupt erst kommen kann. Damit Reinheit entsteht. Damit vielleicht auch erstmal ein kurzer Moment von das Neue ist noch nicht da, aber das Alte ist schon weg. Du brauchst an der Stelle bitte, bitte keine Angst vor dieser Legung haben. Ich sehe hier nur Gutes, ich sehe hier nur Positives für dich, wenn du es richtig angehst. Und da schauen wir uns natürlich in der Vertiefung auch an, welche Steps du gehen kannst, damit du es richtig angehen kannst. Aber an der Stelle sehe ich nichts, was dir Angst machen möchte. Bitte. An der Stelle ist mit dieser Reinheitskarte eher gesagt, dass
diese, oh, ich darf keine Tarotlegung machen, wenn Merkurgläubig ist. Fehlen mir die Worte, entschuldigen bitte. Diese Unentschlossenheit, dieses Gefühl von, wo geht es denn hin, was passiert denn da, darf sich in dem Gefühl von Reinheit in dieser kurzen Pause komplett auflösen. Klingt ein bisschen esoterisch, kommen wir aber sicherlich später noch hin, was es bedeutet. So, und wir haben hier, übrigens, ich habe eben falsch gesagt, es geht nicht um Kommunikation, es geht um Austausch, um mit dem Göttlichen im Austausch zu sein. Kommen wir gleich zu. So, und wir haben hier dann mit dem Raben das Neue, was da kommt. Ja, der Rabe, der kündigt an. Guck mal gerade, ob wir hier sonst noch eine Ankündigung haben. Nein, das ist die Ankündigung mit dem Raben, der die Neuigkeiten bringt. Und ja, der Rabe wird der Hexe zugeordnet. Wir hatten ja gerade jetzt die Walpurgisnacht, die Hexennacht. Der Rabe ist auch ein Symbol von Reinheit. Der Rabe ist auch ein Symbol von das Reine, was da jetzt entsteht in dieser Zeit für dich, gibt das Neue. Und da sind wir wieder bei dem Thema es muss erst etwas gehen, damit etwas Neues wirklich kommen kann. Das zeigt uns der Rabe. Und dieses Neue kannst du mitgestalten. Und das ist eine Botschaft, die für alle jetzt galt. Und auch da wiederum, wer meine Tarotlegungen kennt, weiß, ich stehe total auf Farben. Und du siehst hier vielleicht, die Farbkombinationen passen zu den Blumen, passen zu meinem Make-up, meinen Klamotten, den Farben im Hintergrund. Das ist immer das Zeichen, das ist eine Karte, die wirklich jetzt zentral für diese Legung ist. Und mit der Spinne, die dir ermöglicht, deine Träume auch wirklich wahr werden zu lassen. Also das Neue, was da kommt, dem bist du nicht komplett ausgeliefert. Und das ist auch eine Botschaft, die sich jetzt komplett durch alle Decks bisher durchgezogen hat. Du kannst mitgestalten. Du musst mitgestalten. Ich sage selten musst, aber an der Stelle wirklich, du musst mitgestalten, damit deine Träume wahr werden. Und du musst mitgestalten mit dem Göttlichen, mit dem Feld, verbinde dich mit dem Feld. Wenn du nicht weißt, wie es geht, schreib mir eine PN, ich kann es dir beibringen. Ich gebe da Ausbildungen zu, sich mit der eigenen Intuition, mit der eigenen Aura, aber auch mit dem grundsätzlichen Energiefeld zu verbinden, weil das wird für dich wichtig sein. Und da gehen wir gleich in die Vertiefung, um da nochmal zu schauen, was da noch kommt. So, wir haben die zwei Kelche. Das heißt, an der Stelle, es kann durchaus sein, dass auch dich jetzt Liebe trifft. Wenn du dir neue Liebe wünschst, wunderbar, dann kommt sie jetzt auf dich zu. Wenn du dir eine Vertiefung deiner jetzigen Beziehung wünschst, auch das kann gut sein. Aber mit dem Ritter der Kelche würde ich eher sagen, es ist etwas Neues, was auf dich zukommt. Wird jetzt nicht für alle zutreffen, aber an der Stelle, wenn du Liebe suchst, ist sie dir garantiert in den nächsten Wochen und Monaten. So, die Karte der Stärke hat für dich die Relevanz, dass in all dem, was ich gerade gesagt habe, und ich habe ja wie oft gesagt, habe keine Angst vor dem, was ich gerade gesagt habe, die ersten Karten, die etwas negativ wirkten, aber du brauchst keine Angst haben, weil du die Stärke in dir hast und jetzt auch immer mehr bekommen wirst. Sie wird immer, immer stärker in dir, weil du hast trainiert. Du weißt, was du zu tun hast. Oder andersrum, du weißt, was du tun kannst, du weißt, was du kannst, du hast dafür trainiert, du hast dir den Zauberstab hast du dir kreiert, du weißt, wie du hast gelernt, nicht du weißt vielleicht noch nicht wirklich, wenn ich das jetzt so sage, dann denkst du dann vielleicht, oh, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wir gehen gleich in die Vertiefung rein und ansonsten buchen eine persönliche Legung, dann schauen wir es uns ganz, ganz persönlich an. Aber du hast sehr, sehr viel schon trainiert. Die Karte der fünf Stäbe ist manchmal eine Karte des Kampfes, aber an der Stelle sehe ich sie eher als du hast trainiert, du hattest Menschen, mit denen du dich auseinandersetzen konntest, um Dinge zu lernen in der Vergangenheit. Und jetzt ist es wichtig, dass du in das Ganze Struktur hineinbringst mit dem Herrscher, dass das Ganze, und auch da, ich weiß, ich rede gerade so ein bisschen in Rätseln. Wir schauen uns das gleich in der Vertiefung an. Da werden wir näher dran kommen, was genau das bedeutet. Aber vielleicht hast du auch schon eine Idee. Vielleicht sind die Begriffe, die ich jetzt sage, für dich schon in Resonanz. Denn der Herrscher gibt dir
gibt dir diese Struktur, die du jetzt brauchen wirst. Das eine ist jetzt schon vergangen, das andere ist noch nicht ganz da. Wir sind in diesem Moment der Unentschlossenheit, aber der Herrscher kann dir an der Stelle die Kraft, die innere Kraft und die Struktur geben, den richtigen Weg zu gehen. Und da, little word of warning, wer meine Legungen kennt, wenn du schon öfter hier warst, weißt du, es gibt es immer. Meine Legungen sind sowohl psychologisch als auch vorausschauend. Und an der Stelle auch immer das kleine Wort der Warnung, der kleine Warnhinweis, halte nicht an deinen Abhängigkeiten fest. Was bedeutet das? Halte nicht fest an dem, was gehen muss. Mach dich nicht abhängig von der Vergangenheit. Um deine Träume wahr werden zu lassen, musst du herausfinden, und auch da wieder das Wort muss, entschuldige, ja, musst du herausfinden, welche deine Träume wirklich real für dich sind. Welche Träume, also real im Sinne von, welche sind denn deine Träume und nicht Träume von anderen, die andere dir eingepflanzt haben, wo andere gesagt haben, ach, das wäre vielleicht ganz nett. Ich entwickle gerade ein Produkt, eine Methode, die euch hilft, sehr viel mehr Selbstliebe zu entwickeln, weil Selbstliebe ist ja so ein hehres Ziel, ein großer Begriff, und es fällt den meisten Menschen so, so schwer. Und ein erster Schritt zur Selbstliebe ist Selbstfürsorge. Aber um Selbstfürsorge leben zu können, musst du dich genau kennen. Weil wenn ich meine Klienten frage, was machst du denn für Selbstfürsorge, dann kommt ganz oft, ach na ja, dann gehe ich mit dem Glas Wein in die Badewanne. Und das mag sein, dass das deine Art der Selbstfürsorge ist, aber in ganz vielen Fällen stellt sich raus, das ist so eine allgemeine, so eine teuflische Idee in dem Sinne von was Selbstfürsorge sein kann. Aber letztendlich stellt sich heraus, der Wein in der Badewanne ist für das gesamte Körpersystem nicht so besonders gut. Dann schläfst du vielleicht schneller ein, aber schläfst nicht durch oder hast am nächsten Tag Kopfschmerzen oder am nächsten Tag ist es noch schwerer. Und das meine ich mit der Teufel ist nicht unbedingt der Teufel, sondern das kann auch etwas sein, was eine unehrliche Antwort von außen, etwas, was nicht deutlich ist von außen. Und dich das dann glauben lässt, dass das deins ist. Und wie gesagt, dazu gibt es bald The Science of You, die Wissenschaft von dir selbst, um das besser herauszufinden, was deins ist. Und das sind definitiv die nächsten Schritte, die du jetzt. Beziehungsweise die Botschaft, die jetzt für dich wichtig ist. Und die nächsten Schritte gucken wir uns jetzt gleich hier in der Vertiefung an. Wenn du es ganz persönlich haben möchtest, dann buche eine persönliche Legung. Wenn dir das Video bisher gefallen hat, like, abonniere den Kanal und wir sehen uns jetzt gleich hier in der Vertiefung zu deinen nächsten Steps. Herzlich willkommen zu Deck 4, wenn du dir ausgesucht hast, dass diese Tür sich jetzt öffnen mag für dich in der Zeit des Vollmondes im Skorpion. Oder dass die Tür sich auch schließen mag. Und wenn ich sage, die Zeit des Vollmondes in Skorpion, dann meine ich natürlich die Zeit ab jetzt für die nächsten 2 Wochen und die nächsten 6 Monate. Also wenn du auch dieses Video etwas später guckst, völlig fein, die Botschaft gilt. Und diese Tür hat etwas mit Ferne zu tun. Sie hat etwas damit zu tun, dass es Fernweh geben kann. Und dass es aber darum geht, deine Träume zu träumen, um sie dadurch Realität werden zu lassen. So, wir schauen uns jetzt erstmal alle Karten an. Ich halte sie auch in die Kamera, dass du sie sehen kannst. Die Karte der Wahl, die Karte der Geheimnisse und die Karte der Erfüllung. Das ist ja ganz wundervoll. So, wir legen sie erstmal hin, schauen uns die anderen Karten an, um dann ein gesamtes Bild zu bekommen, was die Botschaft in dieser Zeit jetzt für dich ist. Wir haben das große Kreuz, der Provokateur. Wir haben die Hingabe, die spannende Botschaft, ich sehe es schon kommen, die Veränderung mit dem Chamäleon. Ja, natürlich, wir sind in der Vollmond-Skorpion-Zeit. Natürlich gibt es Veränderungen. Die Echse mit Träume, deine Träume, damit sie wahr werden. Was hatten wir eben mit der Karte der Tür? Genau das.
Wir haben Isis, die Wiedergeburt. Und dann haben wir noch als Tarotkarten den Ritter der Scheiben. Wir haben die Sieben der Stäbe. Wir haben den Kaiser, den Herrscher, je nachdem, wie man ihn nennen mag, in welchen Decks man ihn sieht. Wir haben den Ritter der Schwerter, den Ritter der Scheiben, ein zweites Mal, okay, das ist also wirklich relevant. Wir haben den Ritter der Scheiben zweimal, wir schauen mal, was er uns sagt. Und wir haben die Kaiserin, die Herrscherin, ich hoffe, die Kamera wird jetzt etwas scharf, weil diese Karte sehr, sehr, sehr detailreich, sehr bunt ist. Okay, was ist die Botschaft für den Vollmond im Skorpion für dich? Was ich sehe, ist ja Veränderung natürlich. Das kann nicht anders sein. Eine Wahl, die du treffen musst, aber das ist auch etwas, was sich jetzt durch die kompletten Decks gezogen hat. Das heißt, wenn du dich zu einem anderen Deck hingezogen gefühlt hast, schau es dir gerne an. Da steckt vielleicht noch eine Botschaft für dich drin. Was ich für dich als Hauptbotschaft sehe, ist, diese Zeit wird etwas Großes aufrütteln. Bei den anderen Decks war es mehr, da war sehr viel mehr persönliches Involvement mit dabei. Bei dir ist es sehr viel mehr, es passiert dir, aber es passiert dir zum Guten. Es passiert dir, damit dein Leben reicher wird. Es passiert dir, damit du Erfüllung erfahren kannst. Und dieses es passiert dir, das ist die wichtigste Botschaft an der Stelle. Es passiert dir und du musst, ja, ich sage relativ oft muss jetzt in dieser Zeit, entschuldige, das ist die Botschaft, die ich bekomme, dich dem Ganzen hingeben. Du musst dich dem hingeben können, du musst zulassen, dass es dir passiert, du musst zulassen, dass das Ganze quasi über dich hinweg rollt, dich dem hingeben, diesem, was da passiert, das, boah, lass es zu, dass es über dich hinweg rollt, lass es zu, dass es wie über dich kommt, weil du wirst die Wiedergeburt erleben, die Wiedergeburt deiner selbst. Das ist der Phönix aus der Asche. Der Phönix ist auch ein Symbol für den Skorpion, aber an der Stelle ist es sehr viel. Ein Deck hatte tatsächlich die Karte des Skorpions. Du hast eine verdeckte Karte des Skorpions. Du hast eine verdeckte Karte dieser Kraft, dieser Macht, dieser Naturgewalt, die da jetzt gerade passiert. Wenn ich jetzt sage, jetzt gerade, dann ist es natürlich jetzt, aber auch eben in den nächsten 2 Wochen und den nächsten 6 Monaten. Und wenn man es genau nimmt, weil wir gerade in einer Zeit der Finsternisse sind, also das Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, kann es auch durchaus sein, dass es die nächsten 19 Jahre für dich relevant ist. Weil Sonnen- und Mondfinsternisse sind immer in einem Zyklus von 19 Jahren. Deswegen habe ich auch im Intro-Video gesagt, guck dir mal an, was für dich im Mai 2003 relevant war. Und wenn du vielleicht schon geboren warst, was war für dich im Mai 1984 schon relevant? Also diese 19-Jahre-Zyklen haben für dich eine Relevanz. Und es kann durchaus sein, dass das, was da jetzt gerade passiert, wirklich nicht nur jetzt, sondern in den nächsten 19 Jahren eine Relevanz hat. Und es wird eine Veränderung sein, eine Veränderung wie ein Anpassen auch an neue Umstände. Mit dem Chamäleon sehe ich, dass das Chamäleon nimmt ja die Farbe der Umstände an und es ist kein Wunder, dass ich hier die neuen LEDs habe, die Farbe auch verändern. Aber für dich an der Stelle bedeutet das, du passt dich besser den Umständen an, aber auch die Umstände werden sich auch dir jetzt besser anpassen. Und was ich ganz, ganz niedlich finde, ist wirklich das, was wir ganz am Anfang hatten hier mit dieser Karte. Du siehst, auf der Rückseite ist eine Botschaft, die bedeutet, dass wenn du es erlaubst, es zu träumen, dann wird es wahr. Und hier mit der Echse genau die gleiche Botschaft, genau das Gleiche, was sagt, träume deine Träume und mache sie so wahr.
Und jetzt schauen wir uns nochmal an, zweimal den Ritter der Scheiben. Zweimal den Ritter der Scheiben. Und ja, wer meine Legungen kennt, weiß, dass ich sehr, sehr gerne die Farbrelevanzen sehe, also die Farbkorrespondenzen, die hier vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind, aber mein jungfräuliches Auge sieht es und vielleicht siehst du es ja auch. Aber zweimal der gleiche Ritter, das ist definitiv eine Botschaft, die es gilt für dich zu hören. Bitte höre zu. Der Ritter der Scheiben sagt, da kommt Ernte, aber es dauert noch ein bisschen. Ja, okay, also wenn du jetzt zu der ungeduldigen Sorte gehörst, dann gilt es eben, das abzuwarten. Du siehst, also der eine Ritter, der ist ja sogar, der steht ja sogar wie in dem klassischen Tarot-Deck mit dem Rider-Waite. Hier derjenige ist etwas sehr viel mehr aktiver, sehr viel präsenter. Und auch das ist die Botschaft. Der Ritter der Scheiben ist manchmal langsam, aber du kannst es auch ein bisschen beschleunigen. Auch du kannst mit der Scheibe hier, mit dem quasi dein Rad des Lebens, dein Rad des Schicksals selber auch anschwingen. Wenn du es geschafft hast, dich dem, was da oben passiert, hinzugeben. Wenn du es geschafft hast, dich wirklich komplett frei zu machen von jeglichem Widerstand, wenn du dich frei gemacht hast von jeglichem Kampf dagegen, wenn du deinen Widerstand aufgegeben hast, dann wirst du selber diese Bewegung reinbringen können. Und was dir an der Stelle hilft, ist sowohl eine Beginnen ist schon da, aber es ist noch nicht ganz ausgereift. Es ist schon da, es ist der Ritter, es ist nicht mehr der Page, aber es ist noch nicht ganz ausgereift, weil es noch nicht der König ist. Das heißt, die Klarheit kommt, die Klarheit darf kommen. Und vor allem, was dir helfen kann, ist Struktur in deinem Leben. Jetzt bitte, bitte, bitte Struktur in dein Leben bringen. Was auch immer das für dich bedeutet. Eine neue oder eine bekannte Morgenroutine, eine Schlafhygiene-Routine, etwas, was dir selber in deinem Leben Struktur bringt. Eine gesunde Ernährungsroutine. Ja, ich weiß nicht, jeder mag das Wort Routine, aber nimm das parallel dann zur Struktur, also zu System, dein eigenes System. Das ist das, was du jetzt brauchst, muss war gerade ein bisschen irritiert, mir ist gerade eins der Lichter ausgegangen. Ist ein Licht ausgegangen, was mir das gerade sagen möchte. Damit dir das nicht passiert, damit dein Licht nicht ausgeht, brauchst du diese Struktur. Baue dir diese Struktur und baue dir diese Struktur auch gerne sehr luxuriös, sehr umfangreich, sehr bunt, sehr fruchtbar. Also wenn es darum geht, ich habe das eben ja als Beispiel genannt, gesunde Ernährung. Heißt jetzt nicht Diäten auf 1200 Kalorien runter, sondern etwas, was dich wirklich nährt, etwas, was dir wirklich Struktur auch von innen gibt, was deiner Verdauung gut tut, was deiner Seele gut tut. Das ist die Botschaft jetzt für dich in diesem Vollmond im Skorpion. Treff mich gerne jetzt gleich hier in der Vertiefung, in dem Vertiefungsvideo, wo wir uns anschauen, was sind jetzt für dich genau die nächsten Steps dazu, wie kannst du das erreichen. Und wenn du es ganz, ganz persönlich haben möchtest, dann buch eine persönliche Legung. Im Mai gibt es noch das Angebot 30 Minuten für 59 Euro. Den Link findest du auch hier unten. Wir treffen uns live per Zoom und du kannst so viele Fragen stellen, die in die 30 Minuten reinpassen. Also, wir sehen uns gleich hier in der Vertiefung. Bis gleich.